Ja, hallo zusammen, weiter geht's mit Folge 45. Heute sprechen wir kurz durch, welche Verteidiger aktuell vom Preis-Leistungs-Verhältnis die besten Optionen sind. Und es gibt ein kurzes Update zu allen Transfers innerhalb der Liga. Fangen wir direkt an mit den zwei aktuell teuersten Verteidigern in der Liga. Ben Sebaini und Benjamin Pavard sind beides Verteidiger, die ich vor der Saison empfohlen habe, als ich die ganzen Bundesliga-Kader bewertet habe. Ich verlinke es nochmal hier oben. Könnt ihr euch gerne rückwirkend nochmal ansehen. Das gilt übrigens für alle Videos, also gerade für alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Ich habe auch extra eine Playlist erstellt. Diese verlinke ich ebenfalls nochmal hier oben. Also die könnt ihr euch quasi von Anfang bis zum aktuellsten Video eben ansehen. Ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, denn dann seht ihr im Schnelldurchlauf quasi die gesamte Saisonstrategie mit allen ihren Phasen und könnt euch quasi schon mal auf die nächste Saison vorbereiten und euch mit der Anwendung der Formel etwas vertraut machen. Zwischendrin ist auch, damit die Theorie nicht ganz so trocken ist, immer wieder ein wenig Entertainment von Brad Pitt und Jonah Hill mit eingebaut. Also es ist eine kleine Spoilerwarnung. Allerdings kann ich euch den Film Moneyball, die Kunst zu gewinnen, nur ans Herz legen. Also schaut euch ruhig vorher mal den Film an, nehmt euch das ruhig gleich dieses Wochenende vor. Und wenn ihr dann den Film angeguckt habt und das ganze Konzept versteht, dann könnt ihr dann auch das Konzept von dem Kanal verstehen, oder besser verstehen zumindest. Der ganze Kanal und das ganze Konzept wurde durch den Film eigentlich inspiriert. Also es ist einer meiner Lieblingsfilme, den ich sehr regelmäßig angucke und ich persönlich kann mich sehr häufig in die Rolle von Billy Bean, den Manager, hineinversetzen, wenn ich Communio spiele und mit meinen Freunden und Mitmanagern verhandle. Und ich bin mir sicher, dass ihr euch in der ein oder anderen Situation ebenfalls selbst sehen könnt und daher auch den Film mitfühlt sozusagen, wenn ihr dann den Film seht. Also kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, den Film. Aber ja, genug von Video- und Filmempfehlungen. Ab jetzt gibt es nur noch Kaufempfehlungen. Und zwar fokussieren wir uns heute ein wenig auf die Verteidiger. Wie anfangs erwähnt, Ben Sebaini und Pavard hatte ich ja beide empfohlen zu kaufen. Aber bei einem solchen Marktwert würde ich allen Managern empfehlen, auch wenn es vielleicht schwerfallen mag, diese beiden Spieler jetzt zu verkaufen. Warum ich die 10 Millionen lieber mitnehmen würde, anstatt weiter an diesen beiden Spielern festzuhalten, beantwortet eigentlich der Rest der Liga. Also der Markt von verfügbaren Spielern, beziehungsweise die Marktwerte von verfügbaren Spielern, die genauso gut sind wie Ben Sebaini und Pavard, beziehungsweise besser sind als Ben Sebaini und Pavard. Momentan ist wieder die Situation so, die Marktwerte von 10 Millionen, die sind entstanden durch das Kaufverhalten von sehr vielen Communio-Managern, weil sie gerade im Moment leben und sagen, oh, Ben Sebaini, der schießt die Elfmeter und er hat so viele Tore gemacht, ein Doppelpack hier, ein Doppelpack da. Und die überbewerten diese Phase, wo es richtig gut gelaufen ist, jetzt so stark, dass sie bereit sind, 7 Millionen, 8 Millionen, 9 Millionen für so einen Spieler zu bezahlen, weil das eben gerade der aktuelle Communio-Marktwert eben darstellt. Aber wenn ich damals jetzt zurückgehe, 2 Monate, und wir uns angucken, dass ein Ben Sebaini weniger als 4 Millionen gekostet hätte, dieselben Manager wären niemals bereit gewesen, 6 Millionen oder 7 Millionen für den Spieler zu bezahlen, weil der aktuelle Communio-Marktwert damals das nicht angezeigt hat und nicht hergegeben hat. Und dann wären sie niemals zu dem Entschluss gekommen, zu sagen, ja, ich zahle jetzt hier 7 Millionen für Ben Sebaini. Und wenn sie das damals nicht gemacht haben, dann sollten sie das heute auch nicht machen. Und vor allem nicht, wenn sie damals nicht bereit waren, 7 Millionen für ihn zu bezahlen, dann sollen sie jetzt auch nicht 9 oder 10 Millionen sogar für den Ben Sebaini bezahlen, weil das, wie gesagt, keine gute Investition ist oder keine gute Investition sein kann im Vergleich zu allen anderen Möglichkeiten, die gerade eben zur Verfügung stehen. Ja, also wenn man sich die ganzen anderen Spieler anschaut, und da gibt es einige, die zähle ich dann sozusagen am Ende auf, die alle entweder besser sind als Ben Sebaini oder Pavard oder genauso gut oder vielleicht nicht genauso gut, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis her definitiv eine bessere Option oder bessere Wahl sind. Und genau das besprechen wir jetzt hier in diesem Video. Man kann jetzt die unterschiedlichsten Szenarien durchlaufen lassen und Vergleiche ziehen und Hochrechnungen machen. Aber für mich ist das ein ganz klarer No-Brainer. Also wir machen mal einen Walkthrough. Also wir gehen ein Beispiel durch. Ihr setzt euch einfach in die Lage hinein. Ihr habt Pavard oder Ben Sebaini. Wir verkaufen sozusagen einen Pavard für 10 Millionen und ersetzen ihn mit einem Upamecano. Warum mit Upamecano? Weil von ihm nicht nur genauso viele Punkte zu erwarten sind, sondern sogar vielleicht auch mehr Punkte. Also wir ersetzen Pavard 1 zu 1 mit Upamecano, haben aber 3,5 Millionen übrig und mit denen können wir einen unserer Mittelfeldspieler oder Stürmer upgraden. Also einen 5 Millionen Mittelfeldspieler mit einem 8 Millionen Mittelfeldspieler oder einen 8 Millionen Stürmer mit einem 11 Millionen Stürmer. Warum wollen wir in dieser Phase eher in die Offensive investieren, beziehungsweise warum nehmen wir ein vermeintliches Downgrade in der Abwehr hin und tauschen es gegen ein Upgrade in der Offensive aus? Naja, das liegt ganz einfach daran, weil wir bei unserem Konzept oder bei unserer Herangehensweise, da bewerten wir die Erwartung, also mögliche Torbeteiligungen. Und da wir bei Offensivspielern eben mehr Daten zur Verfügung haben, also wir haben höhere XG-Werte, höhere XA-Werte, die alle eben
letztendlich die Torbeteiligung, eine Erwartung von der Torbeteiligung eben besser darstellen können, entscheiden wir uns eben eher für Offensivspieler. Ja, also das ist dann eben die bessere Wahl, dass wir sagen, statt Verteidiger, die haben natürlich auch XG-Werte und XA-Werte, aber es ist häufig so der Fall, dass die XG- und XA-Werte bei den Stürmern logischerweise höher sind und bei den Mittelfeldspielern ebenfalls. Und deswegen wollen wir dann eben basierend auf unserem Konzept lieber da rein investieren, weil wir investieren ja lieber da rein, wo wir analysiert haben, wo wir hochgerechnet haben und wo die Hochrechnungen eben auch eine höhere Aussagekraft, sage ich mal, haben. Wir haben ja diese Listen, wo wir diese 350er, die 250er und die 150er-Tier haben. Und man sieht ja sehr häufig, dass in den 350er-Tieren, da sieht man nur Stürmer. Ja? Da sieht man vorzugsweise fast nur Stürmer, vielleicht den einen oder anderen Mittelfeldspieler dann in der 250er-Tier. Da ist es so ein bisschen ein Mix, da kommen alle Spieler rein, also auch Verteidiger schaffen es da rein. Aber in der 150er-Tier, da sieht man dann doch eher häufiger die Verteidiger. Aber die 1,50er-Tier ist eben nicht so aussagekräftig wie die 3,50er-Tier. Also was die Prognose angeht, was die Aussagekraft von der Prognose angeht. Und bei einer Prognose, bei einer Hochrechnung, da sind immer Fehlerquoten drin. Und wir wollen die ja möglichst gering halten, beziehungsweise versuchen zu minimieren. Und deshalb haben wir eben diese Tierlist. Und bei der 3,50er-Tier ist eben die Fehlerquote deutlich niedriger als bei der 1,50er-Tier. Und das kann man eben so auf die ganzen Verteidiger, sage ich mal, im Endeffekt so übertragen. Also alle Prognosen, wo wir bei den Verteidigern erstellen, die sind mehr fehlerlastig als bei den Stürmern oder bei den Mittelfeldspielern. Und deshalb wollen wir eben jetzt auch in der Phase mehr in die Offensive investieren, also in die Mittelfeldspieler und eben in die Stürmer. Am Anfang der Saison würde ich euch aber immer empfehlen, eher mit vielen Verteidigern zu spielen. Und wenn ihr nicht unbedingt mit vier Verteidigern spielen wollt, also diese aufstellen wollt, dass ihr trotzdem zumindest sechs Verteidiger oder sieben Verteidiger im Kader habt. Ganz einfach, weil es gute Geldanlagen sind. Weil, wie gesagt, eben solche Spieler wie ein Pavard, der am Anfang der Saison 4,5 Millionen gekostet hat, jetzt auf 10 Millionen gestiegen ist. Oder ein Benzibaini, der auch unter 4 Millionen war, der auf 10 Millionen hochgegangen ist. Also deswegen solche Spieler lieber am Anfang der Saison mit vier Verteidigern oder mit drei Verteidigern spielen, aber zumindest sechs oder sieben oder vielleicht sogar auch acht Verteidiger im Kader haben, dass man wirklich ein oder zwei oder drei Spieler eben erwischt, wo eben so eine extreme Marktwertsteigerung eben passiert. Also und da ist die Breite an Spielern, die Auswahl ist natürlich sehr groß und wie gesagt, es sind eben günstige Investitionen, günstige Gambles sozusagen, also wie ein Ryerson für 1,5 Millionen, der zeitweise mal auf 6 Millionen hochgegangen ist. Und Benzibaini für unter 4 Millionen, der jetzt auf 10 Millionen hochgegangen ist. Wir haben auch einen Lacan für unter 4 Millionen, hat man den am Anfang der Saison bekommen. Bei dem ist es jetzt genau in die andere Richtung gegangen, aber es hätte genauso auch bei einem Lacan eben in diese Richtung gehen können, in die 7 Millionen Richtung. 10 Millionen habe ich weder bei Benzibaini noch bei Pavard erwartet. Also da gibt es eine Handvoll anderer Verteidiger, wo ich das erwartet habe, bei denen das ebenfalls noch nicht eingetroffen ist, aber eben noch eintreffen kann. Und ja, jetzt haben einige gesagt, dass Benzibaini ja die Elfmeter schießt und das ist ein gutes Argument. Das macht ihn definitiv auch wertvoller. Allerdings kommen Offensivspieler, die wir eben vorziehen oder eben empfehlen, häufiger in gefährlichere Situationen, als dass Mönchengladbach jetzt beispielsweise einen Elfmeter gepfiffen bekommt. Ja? Also es ist zwar schön, dass man einen Spieler hat, der Elfmeter schießt und ich würde da auch immer sagen, Spieler, die Standards schießen, Ecken, Freistöße oder vor allem die Elfmeter, das sind definitiv Kaufempfehlungen, aber das ist ja auch wieder mit in den Preis eigentlich mit integriert, weil das eben was ist, was jeder sieht. Also jeder weiß, wenn sie bei Ini schießt, die Elfmeter und deswegen kaufe ich ihn mir. Und deswegen ist er auch dementsprechend so teuer. Was wir ja machen ist, wir sehen ja anhand von den XG und XA-Zahlen, die eben anzeigen, dass der Spieler unter seinen Erwartungen spielt. Dadurch bleiben ja diese Spieler unterm Radar und werden eben nicht gekauft. Und deswegen sind sie günstig und deswegen wollen wir sie eben kaufen, weil wir dann einen günstigen Spieler kaufen, wo eben zu erwarten ist, dass er besser performen wird. Und dann werden wir günstig kaufen, Marktwertsteigerung mitnehmen, Punkte mitnehmen, Tore mitnehmen, Vorlagen mitnehmen. Und das können wir bei so einem Spieler wie Benzibaini nicht mehr machen, weil er eben jetzt overperformt, weil er der Elfmeterschütze geworden ist. Das war vorher Lars Stindl. Er hat halt jetzt die Elfmeter übernommen, während Lars Stindl verletzt war. Jetzt ist er wieder zurück und schießt weiter in die Elfmeter, weil er alle gemacht hat. Und deswegen entsteht jetzt so ein hoher Marktwert. Und das ist er aber trotzdem, auch wenn er Elfmeterschütze ist, ist er die 10 Millionen trotzdem nicht wert. Und alle, die ihn für 4 gekauft haben, sollten ihn verkaufen. Alle, die ihn für 6 Millionen gekauft haben, sollten ihn verkaufen. Und auch diejenigen, wo ihn für 8 Millionen gekauft haben, was eigentlich schon zu hoch eingekauft war, sollten auch diese 2 Millionen Transfer Plus lieber mitnehmen und anderweitig investieren. Ja? Also da quasi, wenn es überhaupt ein Downgrade ist, in einen anderen Spieler investieren, der gerade 4 Millionen wert ist,
und dann eben dieses Transferplus eben in die Offensive zu investieren. Aber wie gesagt, wenn es überhaupt ein Downgrade ist, also momentan denkt jetzt jeder, dass wenn sie bei Ini und Pavard die zwei besten Verteidiger in der Bundesliga sind, aber das ist definitiv nicht der Fall. Weder bei Pavard noch bei einem Benzema Ini, unabhängig davon, ob er die Elfmeter schießt oder nicht. Ja? Also um da mal ein kleines Rechenbeispiel zu nehmen, was dieser Elfmeter für einen Benzema Ini bedeutet. Also der Elfmeter hat einen XG-Wert von 0,70, manche sagen auch 0,77 und das ist eine Großchance, eine richtig gute sogar. Allerdings ist diese Großchance nur alle 4 Spiele zu erwarten, vielleicht auch nur alle 5 oder alle 6 Spiele. Und ich möchte lieber auf einen Spieler setzen, der in 4 Spielen sich mehrere Großchancen aus dem Open Play erspielen kann, also beispielsweise 0,29 und dann 0,22 in dem einen Spiel und dann im nächsten Spiel 0,19 und 0,25 und ebenso weiter. Ja, und dann habe ich in 4, in 5, in 6 Spielen, wo ein Benzema Ini dann seinen Elfmeter bekommt, der dann einen Wert von 0,70 hat plus seine normalen Werte, die er noch dazu bekommt, dann hat er von mir aus 1,50 in der Zeit angesammelt an XG-Werten und ein Offensivspieler, mit dem ich jetzt das Upgrade dann machen würde. Und dem Downgrade-Verteidiger. In dieser Verbindung, diese XG-Werte werden dann insgesamt deutlich höher sein und deswegen würde ich mich lieber dafür entscheiden und sagen, wenn Sie bei Ini verkaufen, das Transferplus mitnehmen. Und ich meine, heute ist Freitag, ihr könnt ihn quasi jetzt heute nochmal aufstellen, haut ihn auf den Markt, verkauft ihn, vielleicht kriegt er sogar noch 11 Millionen vom Computer, aber ich würde nicht an Benzema Ini festhalten, weil sein Marktwert wird zwangsläufig wieder nach unten gehen. Und bevor das passiert, solltet ihr lieber das Geld mitnehmen. Ja, also beiden Verteidigern ist der Kompromiss, den man hier eingeht, eine gewinnbringende Entscheidung. Also kurz-, mittel- und langfristig sehe ich das so. Pavard und Benzema Ini werden nämlich im weiteren Saisonverlauf wieder eher in Richtung 8 oder 7 Millionen gehen. Und zeitgleich werden günstigere Verteidiger, die aktuell bei 4 oder 5 Millionen sind, eben in Richtung 7 und 8 Millionen gehen. Ja, und genau diese Spieler solltet ihr euch holen, beziehungsweise solltet ihr diese beiden Spieler mit einem dieser Spieler eben ersetzen. Also das wird passieren. Das ist eines der wenigen Dinge, wo man sich hundertprozentig sicher sein kann. Und wenn man weiß oder davon ausgeht, dass das passieren wird, ist das Schlauste, was man jetzt eben machen kann, die beiden zu verkaufen und zum anderen eben auf einen dieser 4 oder 5 Millionen Verteidiger, die eben dann im späteren Saisonverlauf auf 7 oder 8 Millionen steigen werden, jetzt zu setzen. Der erste Part ist einfach, ja, also wenn Sie bei Ini zu verkaufen, für 10 Millionen erstmal weg, vielleicht auch die 11 Millionen mitnehmen, unabhängig davon, ob ihr schon einen Ersatz habt. Jetzt ist Freitag, verkauft ihn morgen am Samstag, nehmt die 11 Millionen mit und dann habt ihr 6 Tage Zeit, den Spieler zu ersetzen. Und wenn es nicht der Traumspieler ist, den ihr jetzt bekommt oder einen adäquaten Ersatz bekommt, ihr könnt trotzdem experimentieren in dieser einen Woche, ja, oder in dieser Zeit, wo ihr dann keinen Spieler habt. Also verkauft ruhig eure Top-Spieler, wenn ihr 5 Tage oder 6 Tage Zeit habt und nehmt das gute Angebot vom Computer mit. Und wenn dann nur 3 Millionen Verteidiger kommt oder 5 Millionen oder nicht der Spieler, den ihr haben wollt, dann nehmt eben das, was ihr kriegen könnt. Und notfalls stellt ihr den Spieler dann auf und reagiert halt dann eben eine Woche drauf und ersetzt dann den Spieler erst mit dem Spieler, wo ihr eigentlich haben wolltet. Also das würde mich nicht davon abhalten. Also ihr müsst nicht immer unbedingt warten, bis ihr den richtigen Ersatz bekommen habt, sondern das sind gerade immer so Situationen, wo man dann auch ein bisschen gamblen kann, auch ein bisschen experimentieren kann. Und da wird einem dann auch klar, wenn man sagt, das ist mir häufig passiert in den letzten Jahren, wo ich sowas gemacht habe. Ich habe einen Top-Spieler verkauft, ordentliches Transferplus mitgenommen, obwohl ich noch keinen Ersatz hatte. Ich hatte noch keinen adäquaten Ersatz, aber bis ich den adäquaten Ersatz gefunden habe, den Spieler, den ich eigentlich wollte, habe ich zwangsweise sozusagen experimentiert. Und dieses Experiment war dann häufig besser oder genauso gut wie den Spieler, den Top-Spieler, den ich eben verkauft habe oder eben abgegeben habe. Und weil ich das eben gemacht habe, habe ich auch ein gutes Gefühl dafür, dass eben solche günstige Spieler teilweise manchmal genauso viel punkten oder auch Phasen haben, wo sie deutlich mehr punkten. Und wenn man diese Phasen erkennt und analysiert, auch rückwirkend immer betrachtet und sagt, warum hat denn jetzt dieser Spieler, der nur die Hälfte kostet, genauso viele Punkte gemacht oder mehr Punkte gemacht. Und wenn man sich das dann rückwirkend 3, 4 Spieltage anschaut und analysiert, dann kann man das beim nächsten Mal oder in der Zukunft ebenfalls versuchen anzuwenden. Das wird nicht immer funktionieren, aber man bekommt ein Gefühl dafür. Man sieht die Möglichkeit, dass es aber auch theoretisch möglich ist. Und wenn man das auch versucht wahrzunehmen und ab und zu klappt das dann auch. Und wenn das klappt, dann ist es natürlich dann ein Jackpot sozusagen, wenn man einen Top-Spieler verkauft, einen Transferplus mitnimmt, ihn ersetzt. Und wenn man keinen adäquaten Ersatz findet und dann nur ein Experiment oder eine Notlösung findet, die dann aber trotzdem genauso gut oder vielleicht sogar auch besser als dieser Top-Spieler dann performt für 2 oder 3 Spieltage. Ja, und nach diesen 2 oder 3 Spieltagen findet man ja dann einen besseren Spieler oder findet man dann diesen adäquaten Ersatz, wo ja dann auch davon auszugehen ist, dass er genauso viel punktet über die ganze Saison oder über die restliche Saison. Und das ist mir häufig passiert. Das ist eine positive Erfahrung, die ich gemacht habe.
Und das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, das mal auszuprobieren. Und genau, der zweite Part ist, wie gesagt, eben der schwierigere Part und auf wen man da jetzt eben genau setzen kann oder sollte, das gehen wir jetzt durch. Und dazu beleuchten wir auf Wunsch zum einen Silvan Widmer und zum anderen Nico Elvedi. Und ich habe noch Christopher Lenz hinzugezogen als einen Spieler, der jetzt nicht genauso gut ist oder genauso gut ist wie ein Pavard oder ein Bensi Baini, aber einfach ein Spieler, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis eben trotzdem stimmt und deshalb ein Ersatz oder wenn man den Spieler damit ersetzen würde, dass das trotzdem eine berechtigte Entscheidung wäre. Und ja, genau, deswegen beleuchten wir diese Spieler etwas genauer. Alle anderen empfehle ich dann mehr oder weniger kommentarlos im Schnelldurchlauf. Ansonsten wird nämlich das Video schon wieder zu lange. Aber solltet ihr Fragen haben, gerne unten einfach in den Kommentaren stellen. Ich versuche immer alle rechtzeitig und natürlich auch ausführlich zu beantworten, hier und auch bei Instagram. Und ja, schauen wir uns diese drei Spieler mal an. Wir haben einen Elvedi für 5 Millionen, wir haben Widmer für 2,5 Millionen und wir haben Christopher Lenz für 3,3 Millionen. Ist ja aktuell angeschlagen, aber wird, denke ich, jetzt nicht viele Spiele verpassen. War auch in der Startelf bei der Champions League. Ich glaube jetzt nicht, dass er der Startelf, dass er in der Startelf bleiben wird. Ich glaube, das ist, was sich Pellegrini langfristig schon durchsetzen wird. Aber wie gesagt, er wird schon einiges an Minuten in der Bundesliga bekommen, also seine 20, 30 Minuten. Und wie gesagt, ab und zu wird er auch mal in der Startelf stehen und dann eben seine 60 Minuten bekommen. Und deshalb kann man da auf jeden Fall einiges an Punkte von ihm erwarten. Und ja, also zu den angeschlagenen Spielern nochmal würde ich auch generell jetzt gerade sagen, weil wir eben so eine besondere Saison jetzt haben mit der WM-Pause, mit der langen WM-Pause, würde ich sagen, dass bei allen verletzten oder angeschlagenen Spielern eigentlich gerade gilt, dass man sich diese Spieler holen sollte, weil sie gerade günstig sind. Und alle Spieler, die jetzt normalerweise 10 Spieltage ausfallen würden, fallen jetzt, wenn man sie sich jetzt holt, eben nur 3 Spieltage aus oder 4 Spieltage aus, weil eben die WM-Pause so lange ist und deshalb würde ich das euch empfehlen, dass ihr das im Auge behaltet. Es gilt eigentlich generell für alle verletzten oder angeschlagenen Spieler, die würde ich momentan auf jeden Fall empfehlen, denn durch die lange WM-Pause verpasst ein Spieler, der bis Januar ausfällt, im Endeffekt nur 3 Spieltage anstatt eben 10. Das sollte man dann in den nächsten Tagen auf jeden Fall im Auge behalten. Leroy Sané, Sebastian Haller zum Beispiel, alles in den nächsten Wochen Kaufempfehlungen meinerseits. Weil ich persönlich glaube, dass die Marktwerte insgesamt in der Comunio-Welt steigen werden. Dazu mache ich allerdings nochmal ein Video. Also ich möchte euch mit einigen Videos in die WM-Pause schicken. Also wir werden auch nochmal eine neue Liste erstellen, damit ihr genügend Optionen habt, während die WM quasi läuft. Es ist eine ungewohnte Situation, dass man mitten in der Saisonphase nochmal so lange ins Minus gehen kann. Und daher denke ich, sollte man die Möglichkeit nutzen und eben experimentieren. Aber wie gesagt, da werde ich dann nochmal in einem gesonderten Video darauf eingehen. Lenz wollte ich als Vergleich eben, wie gesagt, mit hinzunehmen, weil er vom Preis-Leistungs-Verhältnis in Anführungsstrichen genauso gut, beziehungsweise vielleicht sogar auch besser, auch als ein Elvedi jetzt beispielsweise ist, weil der eben 5 Millionen kostet. Ihr könnt ja hier eingeblendet sehen, dass ein Spieler, für den ich 5 Millionen bezahle, seine 100 Punkte machen muss, damit es ein guter Deal letztendlich ist, beziehungsweise dass er seine 2,94 Punkte pro Spiel macht. Elvedi hat bewiesen, dass er das kann und ich traue ihm das auch zu. Aber Christopher Lenz ist durch die große Rotation der Frankfurter, durch die Champions League eben jetzt auch definitiv in der Lage, über 80 Punkte zu machen. Und wenn er auf dieser Pace bleibt, wird er sein Geld dann auf jeden Fall auch wert sein. Es ist zwar ein Gamble, ja, aber wir müssen diese Art von Gamble ja mit dem Upgrade, das wir theoretisch in der Offensive tätigen, ja verbinden. Also wenn wir wieder zur Ausgangssituation zurückgehen, wo wir Pavard für 10 Millionen verkaufen und einen Lenz dann stattdessen für 3,3 Millionen kaufen. Also punktetechnisch gehen wir dann von 3,85 Punkten pro Spiel. Also das ist ein Mittelwert von Pavard aus 2 Saisons. Wir gehen, wie gesagt, auf die 2,40 von Lenz runter. Bei Pavard habe ich jetzt mal einen Wert genommen von 3,96 aus der Saison 19/20 und dann einen Wert 3,74 aus der Saison 21/22. Und wir verlieren dann auf dieser Position einen Punkt bzw. 1,5 Punkte und müssen eben jetzt ein Upgrade auf der Offensivposition hinbekommen, wo wir eben 2 oder sogar 2,5 Punkte dazu gewinnen können. In dem Fall aber eben keine 2 oder 2,5 Punkte Steigerung mit wo ein Gamble drinsteckt, sondern eben eine sichere 2 oder 2,5 Punkte Steigerung. Ja, also und dieser Gamble geht quasi weg. Wir minimieren quasi den Gamble und erhöhen quasi die Sicherheit. Die Sicherheit erhöhen wir insofern, weil wir ja die Offensivspieler und also die Stürmer, die Mittelfeldspieler eben besser bewerten können, unsere Prognosen sicherer sind oder die Fehlerquote eben niedriger ist und deswegen ist der Gamble eben geringer und die Sicherheit eben höher und dahingehend ist es dann eben eine bessere Investition oder ein guter Tausch, ja. Und
Und deshalb nehmen wir da diesen Punkteverlust auf dieser Verteidigerposition gerne in Kauf, weil wir dadurch eben einen Punktegewinn eben erzielen können auf der anderen Position. Und ja, also denn diese Sicherheit, die wir jetzt in der Offensive dazu gewinnen, es ist es definitiv wert, den Preis, den wir ja zahlen, für diesen Punktverlust auf der Verteidigerposition. Und wenn wir jetzt bei Silber Mittwoch das gleiche Beispiel durchspielen würden, aber wir für einen ähnlichen Preis dieselbe Möglichkeit in der Offensive abzugraden, allerdings haben wir nicht wirklich diesen Punkteverlust, ja. Denn Silvan Mitwehr kann denselben und vielleicht sogar einen besseren Punkteschnitt erzielen. Also über die gesamte Saison wird ihn jetzt Pavard nicht mehr einholen. Allerdings kann er das Duell ab heute, wenn man die Punkte auf 0 zurücksetzen würde, kann er das Duell definitiv für sich entscheiden. Und genau darum geht es am Ende, denke ich. Es spielt keine Rolle, wie viele Punkte ein Spieler jetzt gerade auf dem Konto hat, sondern was eben ab jetzt noch von ihm zu erwarten ist. Und dass Pavard noch weiterhin so viele Tore erzielen wird, ist eben nicht zu erwarten und daher wird sein Punkteschnitt und auch sein Marktwert mit der Zeit leise und unauffällig sinken. Ja? Der von Widmer hingegen, der wird leise und unauffällig steigen. Also Widmer hat letzte Saison zwar overperformed mit 117 Punkten und trotzdem nach der Anwendung unserer Prognose noch auf 102 Punkte, also auf einen Punkteschnitt von 3,9 habe ich jetzt ausgerechnet. Diese Saison hat er jetzt aktuell 18 und ist am Underperformen und sein zu erwartender Punkteschnitt liegt dann bei 29. Also das ist das, was er jetzt eigentlich erwartungsgemäß haben sollte, was eben einen Schnitt von 3,24 ergibt. Und dazwischen wird er sich über die restliche Saison, denke ich, wohl bewegen. Und daher kann man jetzt Silvan Widmer auf jeden Fall mit 6 Millionen bewerten. Und Widmer ist sozusagen der Bensi Baini von morgen. Vor 2 Monaten war Bensi Baini noch für unter 4 Millionen zu haben. Hier oben verlinke ich auch nochmal das Video, das ich damals gemacht habe. Und heute ist er bei 10 Millionen. Also die 10 Millionen habe ich, wie gesagt, nicht erwartet, aber auf jeden Fall die 6 Millionen. Und die Analyse und die Herangehensweise ist hier jetzt eigentlich wieder dieselbe. Ja. Also Widmer wird auch genügend Spielzeit bekommen, ist bei Bo Svensson gesetzt und der Abwehrchef. Daher ist meiner Meinung nach die absolute Kaufempfehlung in der Verteidigung. Und den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. In der Rückrunde wahrscheinlich einer der Top-Verteidiger sein und deswegen eben zwangsläufig anfangen zu steigen. Und ja, also in diesem Fall ist auf dieser einen Verteidigerposition ein potenzieller Punkteverlust von 0,87 möglich. Das heißt, wenn bei Pavard jetzt alles gut läuft und bei Widmer beispielsweise alles eher weniger gut, oder eben wenn man es umgekehrt macht, dass bei Widmer alles gut läuft und bei Pavard vielleicht mehr Rotation passiert, dass er nicht mehr so häufig spielt, auch nicht mehr so viele Punkte macht, dann ist der potenzielle Punkteverlust eben nur bei 0,50. Und ja, wie gesagt, wenn man jetzt sagt, dass man auf der einen Position 0,87 bis 0,50 Punkte verliert, dadurch aber dann die Möglichkeit hat, mit 6 Millionen, mit 7 Millionen ein Upgrade in der Offensive oder im Sturm zu machen, dann ist es, denke ich, klar, dass man da eine gute Entscheidung trifft, weil man eben diesen Punkteverlust ausgleichen kann und eben dann deutlich treffen kann, indem man eben dann mehr Punkte auf der anderen Position macht. Also diesen Punkteverlust auf dieser Position, den nehmen wir dann quasi gerne in Kauf, weil wir uns dadurch auf einer anderen Position um ganze 2 oder eventuell sogar 2,5 Punkte verbessern können. Ich habe das in der Vergangenheit bereits auch häufiger erwähnt, dass wir bei Problemlösungen eben nicht nach einer perfekten Lösung suchen, weil es die eigentlich nie gibt, ja, sondern wir suchen von Anfang an nach einem Kompromiss. Ja. Also es ist völlig egal, um was es geht, egal welches Problem wir angehen und lösen wollen. Wir nehmen es immer in Kauf, in einem Bereich uns eventuell zu verschlechtern, wenn wir uns eben dadurch in einem anderen Bereich in Relation insgesamt verbessern können. Ja. Probleme gibt es Tausende auf der Welt und diese kann man alle versuchen zu lösen. Allerdings darf oder sollte man zumindest nicht versuchen, diese Probleme isoliert zu lösen. Ja, also man sollte sich immer die Frage stellen, welche negative Auswirkungen oder Auswirkungen hat mein persönlicher Lösungsvorschlag auf andere Bereiche und ist das Gesamtergebnis in allen Bereichen dann am Ende besser als vorher oder eben schlechter? Wenn das Gesamtergebnis besser ist als vorher, war oder ist es eine gute Lösung gewesen oder war es ein guter Lösungsvorschlag? Wenn das Gesamtergebnis allerdings schlechter ist als vorher, ist der Lösungsvorschlag nur eine isolierte Lösung, nenne ich das immer. Und isolierte Lösungen sind meistens Lösungen, die sich eben auf der ersten Stufe sehr gut anhören, aber auf der zweiten, dritten, vierten und fünften Stufe immer weniger Sinn ergeben, weil sie sich eben negativ auf das Gesamtergebnis auswirken, ja, auf das Gesamtbild. Solche isolierten Lösungen oder isolierten Lösungsvorschläge für ein Problem, wenn man das Problem isoliert betrachtet, hören sich deshalb auf der ersten Stufe immer gut an, weil die Person, die den Lösungsvorschlag eben macht, sich nur mit dem Problem auseinandersetzt. Also jemand sagt, es gibt ein Problem X und wir müssen das Problem X lösen. Also wir müssen das erhöhen oder das senken und dann tut sich diese Person nur mit diesem einen Problem beschäftigen, obwohl dieses eine Problem, das es zu lösen gibt,
mehrere Auswirkungen hat, also mehrfache Auswirkungen, positiv wie negativ, auf andere Bereiche. Aber die Person, die diesen isolierten Lösungsvorschlag bringt, setzt sich nur mit diesem Problem auseinander und denkt gar nicht über den weiteren Konsequenzen oder den nächsten Schritt nach. Und weil sie das tut, hat sie sozusagen in Anführungsstrichen die perfekte Lösung und kann dieses Problem perfekt lösen, weil sie aber nur sich mit diesem einen Problem auseinandersetzt. Ja, und wenn man vorher sich schon bewusst macht und sagt, für dieses Problem X gibt es keine perfekte Lösung, ja, wenn man sich damit abfindet und sagt, es gibt keine perfekte Lösung für dieses Problem X, sondern wir müssen von Anfang an nach einem Kompromiss suchen. Wir machen uns gleich bewusst und sagen, wenn wir das Problem lösen oder das Problem angehen wollen, dann müssen wir es in Kauf nehmen, dass es in einigen Bereichen negative Auswirkungen geben wird. Ja, und die Frage ist ganz einfach, ob diese negativen Auswirkungen, die es definitiv geben wird, ob diese negativen Auswirkungen es tatsächlich wert sind, damit wir in anderen Bereichen positive Auswirkungen haben. Ja, also, und dann muss man das eben abwägen und sagen, okay, wir haben in drei Bereichen negative Auswirkungen und in vier, fünf, sechs anderen haben wir positive Auswirkungen und dann haben wir insgesamt das Problem verändert. Drei negative Auswirkungen hier, sechs positive Auswirkungen da. Und deshalb ist dieser Lösungsvorschlag ein guter Vorschlag, weil er das Problem verändert hat, gelöst hat, vielleicht nicht perfekt gelöst hat, weil das nicht möglich ist. Aber es ist von Anfang an klar gewesen und bewusst gewesen, dass es in anderen Bereichen negative Auswirkungen gibt. Man hat das auch abgewogen und man hat sich entschieden und gesagt, ja, ich nehme diese drei negativen Auswirkungen in Kauf, weiß aber auch, dass das Problem sich verbessert hat, sich verändert hat. Es gibt eine neue Situation, eine andere Situation. Und wir haben aber gleichzeitig auch sechs positive Auswirkungen in anderen Bereichen erzielt. Und weil wir das insgesamt alles abgedeckt haben, ist es eine gute Entscheidung, mit der wir leben können. Und wenn man das so macht und so angeht, dann ist das immer besser, als wenn man nur isoliert das Problem betrachtet und sagt, ich will das lösen und macht diesen isolierten Lösungsvorschlag und dann löst sich vielleicht das Problem, vielleicht auch besser als in dem eben genannten Beispiel. Allerdings wird man dann erst merken, dass es vielleicht 10 negative Auswirkungen gegeben hat. Und dann hat man, weil man sich gar nicht damit befasst hat, überhaupt gar keine Reaktion auf diese 10 negativen Auswirkungen. Diejenigen, die vorher schon sich mit diesen drei negativen Auswirkungen auseinandergesetzt haben, haben eventuell schon dafür einen Lösungsvorschlag oder eine neue Problemlösung, wie sie dieses Problem eindämmen können oder angehen können im späteren Verlauf. Ja? Also das ist ein entscheidender Faktor und deswegen, wie gesagt, lieber immer von vornherein nach Kompromissen suchen und nicht nach einer perfekten Lösung. Ja? Und für mich persönlich, um es abzurunden, gibt es bei einem Rubik's Cube, da gibt es eine perfekte Lösung. Ja, da gibt es einen Algorithmus, den man benutzen kann, um den Würfel zu lösen. Aber im richtigen Leben, bei Communio, bei tausend verschiedenen Entscheidungen, da gibt es Probleme oder da entstehen Probleme, aber da gibt es niemals eine perfekte Lösung, sondern es gibt immer nur Kompromisse. Und man kann aber versuchen, nach einer perfekten Lösung zu finden. Bloß diese Herangehensweise hat sehr viele negative Anteile, sage ich mal. Und wenn man vorher in alle Probleme, die auf einem zukommen, mit einem Kompromiss, also nach einem Kompromiss sucht, wird man ein besseres Ergebnis erzielen oder bessere Ergebnisse erzielen können, weil man eben schon darauf vorbereitet ist, dass jede Entscheidung in gewissen Bereichen negative Auswirkungen haben wird, was aber in Ordnung ist, wenn es in anderen Bereichen eben positive Auswirkungen hat. Ja, und wenn man das so angeht, dann bereitet man sich schon auf die negativen Sachen vor, weil man die ja schon vorher in Kauf nimmt und kann quasi schon vorab Probleme, die zu erwarten sind, die neu entstehen, kann man auch schon wieder lösen und angehen und einen neuen Ansatz suchen und eben direkt wieder neu an eine andere Sache heranzugehen. Aber wenn man nur isoliert alles betrachtet und immer nur das Problem, das gerade vor einem steht, versucht zu lösen, dann weiß man gar nicht, wie viele andere Probleme man erzeugt, zum einen. Und wenn die Probleme dann auf einen zukommt, dann ist man überrascht, dann ist man nicht vorbereitet und dann muss man wieder ein Problem lösen und wenn man das wieder isoliert versucht zu lösen, dann wird man wieder neue Probleme erzeugen, ohne darauf vorbereitet zu sein, welche das dann letztendlich sind. Ja. Daher, wie gesagt, immer versuchen, das Problem von Anfang an nicht isoliert versuchen zu lösen, sondern eben das Gesamtbild. Und die XG-Munio-Formel, um jetzt auf Communio zurückzukommen, ist dafür eben ein sehr gutes Beispiel, weil das Transferplus, das man erwirtschaftet hat, hat eben Einfluss auf die Kosten pro Punkt, ja, die man eben ausgeben sollte. Das bestimmt wiederum, welche Spiele man sich letztendlich kauft, ja, also welche Entscheidungen man trifft. Die haben wiederum alle einen Punkteschnitt, ja, der einen Teamschnitt eben ergibt und dieser hat dann wiederum Einfluss auf den Titelwert, der ebenfalls vom Teamschnitt des stärksten Konkurrenten beeinflusst wird und letztendlich wieder die Kosten pro Punkt bestimmt. Und somit ist das alles, jede Entscheidung, die man trifft, welchen Spieler man kauft, welchen Spieler man behält, bei wem man das Transferplus wahrnimmt,
All diese Sachen korrelieren miteinander und haben Einfluss aufeinander. Also die Formel vermeidet es quasi, eine isolierte Lösung vorzuschlagen. Also sie betrachtet jetzt dieses Spieler A oder B Problem nicht isoliert, sondern sie bietet eben einen Kompromiss an, der eben alle wichtigen Faktoren, also Transferplus, Teamwert, Teamschnitt von einem selbst, vom Gegner, Titelwert, Kosten pro Punkt, dieses Ganze, es verbindet quasi alle Faktoren miteinander, die eben relevant sind und bietet eben letztendlich dann einen Lösungsvorschlag. Am Ende müsst ihr natürlich als Manager trotzdem noch die Entscheidung treffen, ja. Und ob ihr euch jetzt Elvedi für 5 Millionen in eurer Liga kaufen sollt oder nicht, kann ich euch nicht beantworten. Aber wenn ihr die Formel anwendet, kann sie zumindest einen Lösungsvorschlag anbieten. In meiner Liga kommt er aktuell nicht in Frage. Ich habe einen errechneten Wert von Elvedi mit 4,03 Schnitt der 2021 Saison. Es ist ein Top-Wert, also ähnlich wie bei Lacroix. Allerdings macht es da für uns momentan preislich keinen Sinn, ihn auszutauschen, weil Lacroix eben jetzt gerade deutlich unter seinem Normalwert ist. Für Bornasosa haben wir nur einen 3,80er Schnitt festgelegt, aber bei Elvedi gibt es auch einen schlechteren Wert von 2,48 aus der vergangenen Saison. Und der aktuellste Prognosewert von Elvedi, der liegt bei 3,63 und daher macht es da auch keinen Sinn, Bornasosa jetzt einzutauschen. Und wir haben ja Bornasosa auch deutlich günstiger bekommen, weil wir ihn ja gekauft haben, als er verletzt war. Und wir haben jetzt auch so langsam, wie gesagt, den Luxus und werden dann in den nächsten Spieltagen auf Dreierkette umsteigen und wie gesagt, lieber etwas mehr in die Offensive investieren. Wir haben eigentlich nur noch gesetzte Spieler, aber Wilfried Kanga wollen wir dann WM-Pause für etwa 5 Millionen abgeben, diese Position dann eben upgraden. Kann heute, wie gesagt, nochmal ordentlich punkten und jetzt gegen Werder Bremen und selbst gegen die Bayern kann ich mir vorstellen, dass er 1 bis 2 Punkte holen wird. Zum Schluss gebe ich euch jetzt noch schnell ein paar Kaufempfehlungen in der Verteidigung, beziehungsweise Spieler, bei denen ihr mal ein paar Hochrechnungen vielleicht anwenden könnt, die ganz interessant sind. Also jetzt in dieser Preiskategorie sind für mich persönlich alle jetzt zu teuer. Ja, also wenn wir von ganz oben bis unten durchgehen, außer Schlotterbeck und Davies, für die kann man wirklich so viel bezahlen, weil sie das auf jeden Fall wert sind. Ginter ist ganz knapp. Da würde ich sagen, dass man 7 Millionen für Ginter auf jeden Fall bezahlen kann. Denn für mich sollte die Cap bei all diesen Spielern oder bei den meisten jetzt hier bei 6,5 sein. Also Upamecano hat gerade noch den richtigen Preis. Und die einzigen, die da drüber können, sind jetzt beispielsweise hier Angelino, Rafael Guerrero. Das sind alles Außenverteidiger, die wir, wie gesagt, eben auch besser analysieren können. Wir haben da eben bei solchen Spielern eben mehr XA-Werte als jetzt bei den Innenverteidigern beispielsweise. Bei Bornasosa ist es da ähnlich und Aaron Martin hat seinen Peak jetzt ebenfalls erreicht. Den haben wir ja damals auch prognostiziert, dass er da hochkommen wird. Aaron Martin ist übrigens auch einer gewesen, ein Ausnahmefall, ein Verteidiger, der es tatsächlich in die 350er-Tier geschafft hat und das liegt eben ganz einfach an seinen XA-Werten, natürlich auch an seinen XG-Wert, weil er auch Freistöße schießt, hat er auch ein Freistoß-Tor schon gemacht. Aber es gibt ja nicht so viele Verteidiger, die tatsächlich auch Freistöße schießen. Also wir haben Plattenhardt, wir haben Raum, die mir jetzt ganz spontan einfallen. Aber ein Aaron Martin hat eben so hohe Werte, weil er eben auch Freistöße macht. Und deswegen landet so ein Aaron Martin eben auch dann in der 350er-Tier. Und deshalb setzen wir dann auch am Anfang der Saison auf so einen Spieler und Aaron Martin hätte man für 3 Millionen sich holen können. Wie gesagt, alle, wo jetzt ihn für 5 Millionen holen, ist auch noch okay. Das ist er definitiv wert. Aber es ist jetzt auch kein Spieler, wo ich jetzt sagen würde, da würde ich 6,5 Millionen bezahlen. Ja. Und ja, wie gesagt, Raum würde ich ebenfalls als Ausnahme über diese 6,5 Millionen Marke setzen. Ist jetzt natürlich deutlich unter seinen Möglichkeiten geblieben. Da haben wir Kempf und Ndicka. Das sind zwei Spieler, die ich besonders rausstechen will, einfach aufgrund von ihrem Preis. Weil sie einfach Spieler sind, die genauso viele Punkte oder vielleicht sogar auch mehr Punkte machen können als die zwei aktuell teuersten Verteidiger bei Comunio, nämlich Pavard und Bensebaini. Ja, also ein Kempf und ein Dicker. Ab jetzt, wenn man die Punkte auf Null macht, ihr könnt es ja sozusagen einfach mal sozusagen mitschreiben bis zum Ende der Saison. Ab jetzt würde ich auf jeden Fall wetten, dass ein Kempf und ein Dicker mehr Punkte machen als ein Pavard, der wahrscheinlich durch Rotation, egal wie viele Tore er macht, auch wenn er jetzt in der Champions League getroffen hat, trotzdem ab und zu rausrotieren wird und nicht so viel spielen wird wie ein Kempf, der definitiv gesetzt ist und jedes Spiel spielen wird, wie ein Ndicka, der definitiv gesetzt ist und jedes Spiel spielen wird, mehr Punkte machen wird, auch als ein Bensebaini, der die Elfmeter schießt. Vor allem, weil ein Ndicka und ein Kempf gerade durch Standards sehr gefährlich sind. Ein Kempf
hat einen Plattenhardt, der die Ecken und die Freistöße schießt. Hempf ist ein sehr kopfballstarker Spieler und wird das ein oder andere Kopfballtor machen. Ein Dicker ebenfalls. Durch einen Pellegrini mit die Freistöße, einen Kamada, einen Lindström. Alles gute Standardschützen und die werden ein Dicker auch zwei, drei oder vielleicht sogar auch viermal in dieser Saison finden. Und er wird dann das ein oder andere Tor machen. Und ich behaupte auch mehr Tore als ein Bensi Baini, obwohl er die Strafstöße schießt. Ja. Und deshalb würde ich diese zwei Spieler einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis, also selbst sollten ein Pavard und ein Bensi Baini mehr Punkte machen als, keine Ahnung, von mir aus am Ende 10 Punkte mehr oder 5 Punkte oder 15 Punkte von mir aus mehr als ein Kempf oder ein Indika, selbst dann wäre die Entscheidung die richtige gewesen, weil es einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis her gar nicht, also ein Pavard und ein Bensi Baini, die können dieses Duell im Endeffekt nur verlieren, weil sie dieses Preis-Leistungs-Verhältnis überhaupt gar nicht umsetzen können. Ja, also diese Erwartung diese Erwartung von einem Marktwert von 10 Millionen kann ein Pavard und ein Bensi Baini unmöglich erfüllen. Ja, das ist unmöglich, aber ein Kempf und ein Dicker für den aktuellen Preis, die können dieses Preis-Leistungs-Verhältnis definitiv erfüllen. Ja, und das ist sogar sehr wahrscheinlich. Und alleine dahingehend ist es einfach eine No-Brainer und eine einfache Entscheidung, die man da treffen kann, dass man eben die beiden verkauft und sich stattdessen einfach diese beiden Spieler kauft. Und genau, dann haben wir noch Bagadou, wir haben Pieper, wir haben Baku, wir haben Ryerson, der wäre mittlerweile wieder zu empfehlen für den Preis, war ja zwischenzeitlich mal bei 6 Millionen, bei 5 Millionen. Da habe ich euch auch geraten, ihn wieder zu verkaufen. Wir haben ihn am Anfang der Saison für 1,5 Millionen geholt und für 3 Millionen verkauft. Wie gesagt, der Preis ist immer sehr wichtig. Also diese pauschalen Antworten, der Spieler oder der Spieler, das hat immer was mit dem aktuellen Preis zu tun, ob ich einen Spieler empfehlen kann oder eben nicht. Und Ryerson wäre, wie gesagt, mittlerweile wieder eine Empfehlung anhand von dem Preis. Wenn ich einen Gieselmann insgesamt noch als die bessere Wahl sehe, und das hat natürlich auch wieder was mit dem Preis zu tun, weil am Anfang der Saison habe ich auch gesagt, Gieselmann nein, Ryerson ja. Ja, aber der Preis hat sich jetzt geändert. Und deshalb würde ich jetzt lieber eher Gieselmann vorziehen. Und ja, Plattenhardt habe ich ja eben schon angesprochen, ein alter Bekannter, häufig auf unseren Listen gewesen. Liegt ganz einfach daran, weil er die Ecken macht, die Freistöße und dadurch hat er natürlich einen hohen XA-Wert. Dann haben wir Pellegrini, ebenfalls ein Freistoßschütze, der den ein oder anderen finden kann. Dann haben wir Lacroix, der auch bei den Ecken sehr gefährlich ist durch die Standards von Arnold. Dann haben wir Simakor und wie gesagt eben der absolute Kauftipp Widmer. Masraoui ebenfalls wird immer mehr Spielzeit bekommen, wird eben auch mit einem Benjamin Pavard rotieren. Dann haben wir einen Jojo Kenny, den haben wir jetzt wieder verkauft. Auch wenn wir ihn verkauft haben, würde ich ihn euch trotzdem als Kauftipp empfehlen. Und dann haben wir noch einen Soki, der ist ja auf unserer letzten Liste gewesen. Wir erstellen ja jetzt bald wieder eine neue Liste. Und dann haben wir noch Meunier, der aktuell verletzt ist. Zu den verletzten Spielen habe ich ja schon gesagt, würde ich euch jetzt empfehlen zu kaufen, da sie eben nicht so lange ausfallen wie in jeder anderen Saison. Also statt 10 Spiele fallen die Spieler eben nur 3 Spieltage teilweise aus, weil eben die WM-Pause so lange ist. Und als letztes würde ich dann eben noch Ito empfehlen. Und ja, das war's dann mit der heutigen Folge. Ich melde mich nochmal am Wochenende zurück und dann zeige ich euch, welche Änderungen es in der Startelf gegeben hat. Ansonsten wird das Video jetzt dann doch zu lang. Ich wünsche euch viel Erfolg für den 12. Spieltag. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.